Hallo, willkommen zurück auf unserem Kanal und zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich euch ein Minecraft-Set, und zwar die 21171. Es ist dieses Jahr erschienen. Und warum präsentiere ich euch das Set? Und zwar geht es darum, es auszupacken, um euch mal zu zeigen, was für Teile da drin sind und was eventuell davon auch nützlich sein könnte für den Städtebau einer Lego-Stadt bzw. für eure Erstellung eurer eigenen Lego-Welt. Also wie gesagt, das Set ist erschienen dieses Jahr, 2021, kostet bei Lego normalerweise 19,99 €. Es gibt aber auch schon sehr gute Angebote. Ich habe mir das Set für 13,98 € eins besorgt, habe mir dafür gleich mal 4 Stück rausgelassen. Am besten ihr meldet euch dazu unter Brickmerch an. Da könnt ihr einen Rabattalarm einstellen und dann werdet ihr informiert, wann diese Sets im Angebot sind. Ich kann es wirklich nur empfehlen. So, jetzt machen wir mal eins auf, um zu gucken, was denn drin ist. So, logisch, eine Bauanleitung. Die brauchen wir nicht. Die legen wir weg. Dann haben wir Tüte 2 und Tüte 1. Also zwei Tüten mit verschiedensten Bauteilen. Ich habe schon mal ein Set aufgemacht und in eine Box getan und verknüpft. Und das präsentiere ich euch jetzt mal jetzt. So. Hier habe ich insgesamt 5 solche schöne Boxen von Sunware. Sind super zum Sortieren. Kann ich nur empfehlen. Legen wir mal auf der Seite. So sehen die aus. Gibt es in verschiedenen Größen. Das hier hat 16 Fächer und ideal. So, jetzt gucken wir da mal rein. Ich habe mal ein bisschen, wie gesagt, vorsortiert. Ups, sieht man das? Ein bisschen schräger. Ja, nicht so ganz. Auf jeden Fall sind drin Pflanzen. Jede Menge verschiedenfarbene 1x1er Plates, sehr gut, um die Figuren hinzustellen. Jumper Plates, 1x2er in weiß. 1x1er Fliesen in Dark Tan. Zurück zu den 1x1er Plates hat es hier in Nougat, Tan, weiß und in Transclear. Dann hat es natürlich auch Figurenteile. Gut, die Köpfe können wir nicht so gut gebrauchen, aber die eigentlichen Figurenteile sind super, weil ihr könnt eure eigenen Figuren damit erstellen. Kauft euch Köpfe, kauft euch Haare, Zubehör, könnt ihr auch super eure eigenen Figuren rausbauen. Oberteile, Unterteile und ein bisschen Zubehör. Dann und kann man einen Toten zusammenstellen. Da hat es die Figur dazu. Dann hier, um Schrägen zu erstellen. Dazu das passende Unterteil. Keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Dann haben wir ein 1x1er Brick mit Loch. Modifizierten 1x2er. So, Kiste 1. Gucken wir mal in Kiste 2, da wird schon ein bisschen interessanter. Hier mal ein bisschen weg. So, sieht alles besser. Gehen wir auch hier mal die 16 Fächer einfach mal durch. Also, wir haben 4 von diesen 2x6er Bricks in Gelb, 8x2x4er in Gelb, Basic Steine. Super, weil bei Lego gibt es sonst kaum Basic Steine. Es gibt keine extra Schachteln bzw. Kisten,
wo die drin sind. Selbst in den Basic-Kartons sind keine Basic-Steine mehr drin. In der Größe. Sind ideal, um wenn ihr Gebirge bauen wollt, als Untergrund oder um Höhe zu gewinnen, Berge zu bauen, etc., sind super. Dann haben wir graue 2x2er, drei Stück, einen passenden grünen dazu. Dann haben wir noch schönes in Tann, zwei Stück, einmal 2x1, dann ein 1x3er Brick, auch ebenfalls drei Stück davon. Modifizierte 1x2er Brick in, ich glaube, das ist Azur Blue und drei Stück in Weiß. Dann diverse 1x2er in Azur, Trans Blue, 1x2er. Eine Kiste. Zweimal Zweier in Höhe, in der Dreierhöhe am Block. Davon hat es drei Stück drin. Und was wir eben schon bei den Weißen hatten, gibt es hier auch nochmal zwei Stück in Azur. In Schwarz. Zweimal Zweier, Schrägstein hier, um Winkel zu erstellen. Und so eine Halbflies, 2x2er Halbflies mit Noppen. Ebenfalls einmal in Tank. So, das wäre mal die Schachtel. Dann gucken wir mal in die nächste. Also jetzt wären wir schon bei 32 unterschiedlichen Steinen und Farben. So, dann haben wir hier die sieht man besser. So, wollen wir ein bisschen weiter weggehen. Ebenfalls 16 verschieden. Da haben wir Light Bluish Gray, 2x2er, modifizierte Mauersteine. Super. Davon sind gleich mal vier Stück drin. Ebenfalls vier Stück pro Set, wohlgemerkt. Pro Set in Nougat. Die nehme ich sehr gerne, lassen sich sehr super verbauen. Besonders in Dark Red finde ich die echt super. Da kann man so richtig schön alte Steingebäude mitmachen. Immer gern genommen. Dann haben wir eine grüne 2x2er Jumper Plate. Zwei Jumper Plates in Nougat. Drei in Tan. Vier in Gelb. Elf Stück in Light Bluish Gray. Drei in Reddish Brown und in Grün 2x4er Jumper Plates. Einmal und in Nougat dreimal. Also die sind super. Wenn ihr Figuren irgendwo hinstellen wollt, auf Wegen oder ihr macht ein Freizeitpark und wollt die Figuren ins Grüne stellen. Legt die einfach drunter, stellt die Figur drauf. Könnt ihr zwei nebeneinander stellen. Echt super. Dann haben wir Dark Blue Spray, 2x2er, drei Stück. Das gleiche in 2x3er, zwei Stück. Azur, 2x3er, einmal. Und noch einen schwarzen, 2x2er. Dann hat es 9 einmal Einzelbricks, modifizierte einmal Einzelbricks, 4 Stück, ebenfalls in Tan. Super zum Dekorieren von Gebäuden oder ihr wollt zum Beispiel einen Zaun machen, kann man als Halterung benutzen. Also Möglichkeiten gibt es da eine Menge. So, nochmal Kiste 3.
Hier haben wir Kiste 4. Da kommen wir, da habe ich mal vor, hauptsächlich Platten drin. Wie ihr sehen könnt, verschiedene Farben. Gehen wir jetzt auch mal im Einzelnen durch. Also, 2x2er. Jetzt weiß ich gar nicht, was das für eine Farbe ist. Aber ihr könnt mir ja gerne schreiben. Schreibt es mir in den Kommentaren, dann weiß ich auch mal, was das für eine Farbe ist. Dann nochmal in Reddish Brown, 2x2er. In Schwarzen, 2x3er. 3 2x2er in Rot. In Weiß, 2x4, einmal. Das Ganze auch nochmal 2x in Reddish Brown. Einmal in Nougat und einmal in Schwarz. Dann 4x in Grün. Eine 2x8er, dunkelgrau. Eine. Das gleiche nochmal in Gelb, 3x. Dann die etwas größeren Platten. Dann haben wir hier eine 6x6er in Grün, 3x. Dreimal. Wo findet man das schon? Wo findest du die? In Gelb. 2 4x8er Platten. Nougat. 6x10. Zwei Stück. 6x10er Platten. Und wie gemerkt, das ist nur ein Set. Reddish Brown, 6x8er, zwei Stück. Es lohnt sich, die kann man nicht benutzen. Zum Bauen sind die ideal. So, dann haben wir noch eine Kiste, da ist noch ein bisschen Kleinzeug drin. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Mal gucken. So, können wir noch ein Stückchen weggehen, dass ihr das ein bisschen sehen könnt. So, da haben wir Zubehör, Gemüse, Möhre, dazu das Grün, in Grün und in Braun, die Pflanzenteile. Ups. Dann 2x2er, modifiziert in Dark Tan, 4 Stück, das gleiche nochmal in Schwarz, 2 Stück. So. Dann einmal 2er modifiziert, schwarz, in der Form. Und die gleiche Farbe, gleiche Form, Entschuldigung, in Natur. Dann haben wir noch schöne Fliege, oh ja, hier. Einmal 2er in schwarz, zwei Stück. Und Fliesen. Da haben wir einmal 3er in Reddish Brown. Einmal 4er in dunkelgrau, zwei Stück. Das gleiche noch in Tan, 3x. Einmal 2er, 4 Stück in Tan. Und nach den einmal 1er Plates in Dark Tan, auch in Tan, 3 Stück. Und 2x2er in Gelb. Dann hast du noch ein paar 1x1er Round Bricks Plates, Entschuldigung, in verschiedenen Farben. Dark Tan und Orange. Okay, das brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht so, Orange. Dann Trans Clear. Und was auch ganz gut ist, kosten zwar bei, wenn ihr im Lego Store geht und einen Becher voll macht, ein Apfel und ein Ei. Da könnt ihr tonnenweise von reinmachen. Bis ihr einen großen Becher voll habt mit 17,99, da könnt ihr euch ausrechnen. Da sind wahrscheinlich tausende von diesen Pflanzen, von diesen Blumenteilen drin. In Grün, in Rot und in Hellblau. Und dann hat es noch Light Blue, leuchtende Algen, Trans Clear Blue. Beziehungsweise Trans Blue, nicht Trans Clear, Trans Blue.
Zwei Stück drin. Oh, was will man mehr? Haben wir was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Also ihr seht, das ist nur ein Set und ich habe mir das Ganze viermal besorgt. Also es lohnt sich auf jeden Fall und vor allem für den Preis mit den Teilen. Das sind, kann man sich ausrechnen, fünf solche Boxen. A16 Filter. Ne? Was wollt ihr mehr? Auf einen Schlag habt ihr ein kleines Grundmaterial zusammen. Wie gesagt, sortiert die Angebote, meldet euch bei Brickmerch an, schaut nach, lasst noch, stellt euch einen Rabattalarm ein, bei E-Mail kommt es gleich mit Anbieter, könnt ihr sofort drauf gehen, bestellen, kaufen. Also ich kann es euch nur empfehlen. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, gerne auch einen Kommentar. Abonniert den Kanal, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ciao.